Einen wunderschönen guten Tag. Heute kümmern wir uns mal um die Wasserkanister für den Bruno. Einmal Frischwasser und einmal Abwasser. Der Frischwasserkanister hat 49 Liter, der Abwasserkanister ist ein bisschen kleiner, der hat 43 Liter. Und das Ganze machen wir in drei einfachen Steps und wir fangen mal an mit dem ersten und zwar mit der Vorbereitung. So, das erste Loch ist schon im Abwassertank. Da kommt dieser Schnellverschluss oder diese Schnellentleerung rein, mit dem man den Tank nachher auf einfache Art und Weise leer machen kann. Und ich habe versucht, das jetzt relativ weit unten zu bohren, damit auch alles wirklich ablaufen kann. Und das wird gleich mit Sikaflex eingeklebt, aber davor kommt noch ein zweites Loch rein. Und zwar für diese Tanksonde, die dafür da ist, quasi zu checken, wie voll oder leer der Tank ist. Und dann müssen wir vorne noch eine Öffnung aufschneiden, wo quasi der Abwasserschlauch reinkommt. Und dann kann das alles schon eingebaut werden. Die Tanksonde habe ich jetzt auf die richtige Tiefe des Tanks abgelenkt. Das ist natürlich praktisch, damit man die auch bei verschiedenen Tanks nutzen kann. Und die wird jetzt einfach nur eingeschraubt. Nach unten hat die Sonde jetzt noch ungefähr so 10 mm Platz, so ist es auch in der Anleitung beschrieben. Und man darf nicht vergessen, das hier oben quasi auf die richtige Länge der jetzt abgeschnittenen Sonde einzustellen. Den Ablassstutzen habe ich jetzt ordentlich mit Sikaflex reingeklebt. Der ist zwar noch nicht ganz fertig, der Tank, aber jetzt lassen wir das erstmal trocknen und machen weiter mit dem Frischwassertank. Und nach langer Überlegung habe ich mich jetzt dazu entschieden, den Abwassertank, der nämlich unter Flor und das Auto kommt, mit Amaflex zu verkleiden. Da habe ich sowieso noch ein bisschen Rest. Ich weiß nicht so richtig, ob das was bringt. Die Intention ist natürlich, dass der im Winter, wenn es Minusgrade hat, nicht so schnell einfriert. Aber dafür ist ja eigentlich auch dieser Schnellverschluss. Der kann im Winter dann einfach auch mal offen bleiben, was ich sehr praktisch finde. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr findet, dass das, was ich jetzt mache, Sinn macht oder eher nicht. Ich weiß es selber nicht, aber ich denke mir, irgendwie ein Fehler ist es auch nicht. Deswegen wird jetzt hier genauso wie im Frischwassertank noch ein Entlüftungsloch gebohrt und dann wird das ganze Teil in Amaflex eingepackt.
So, ich würde sagen, der Tank ist jetzt richtig gut verpackt und der kommt ja unter das Auto und die Fläche am Auto ist ja gerade, aber es wäre ja optimal, wenn der Tank so ein ganz leichtes Gefälle in Richtung zu diesem Auslassstutzen hätte. Und weil der später eh nach oben gezogen wird, habe ich mir überlegt, hier jetzt nochmal einen Streifen Amaflex hinzumachen. Also nur wirklich ein ganz kleines bisschen, damit es quasi nachher ein bisschen abfällig ist und das Wasser auch an der richtigen Stelle rausläuft. Die Tanks sind somit beide vorbereitet und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, der Einbau. Um den Abwassertank Unterflur zu verbauen, habe ich mir hier so eine tolle Tankbefestigung bestellt. Und ich würde sagen, erstmal kurz auspacken. Das ist so ein richtig stabiles Gummiband, mit dem der Tank quasi von unten so hochgezogen wird. Seitlich wird er quasi im Schweller befestigt und dann wird er mit diesen Teilen hier auf irgendeine Art und Weise, das muss ich noch rausbekommen, einfach festgezogen. Also ehrlich gesagt war das gar nicht so einfach, diese Nieten da jetzt reinzubekommen. Aber jetzt sind alle acht drin. Es hält auf jeden Fall grandios. Also ich glaube, da könnte man den ganzen Tank schon an eins von diesen Halterungen hängen. Und bevor ich den Tank jetzt hochmache, bohre ich noch das Loch, wo quasi später das Abwasserrohr von oben nach unten in den Tank reingeht. So, ich habe das jetzt noch ein bisschen anders als geplant festgemacht. Und zwar sind die zwei Schrauben einfach die Verbindung zu diesem Metallriemen. Und dieses große Mutternteil hier kann man einfach durch dieses Loch schieben. Und dann hat man hier nochmal eine Fassung für den Schraubenschlüssel. Und da kann man das dann richtig schön festzurren. So, und das Kabel von der Tanksonde kommt jetzt hier runter. Und durch das Loch hier jetzt in den Innenraum. Und so sieht das Ganze jetzt von unten aus. Hier hinten ist quasi der Abwasserzufluss, also von oben die Befestigung. Und auf der anderen Seite ist es der Ablassstutzen. Und das Coole ist, dass es auch hier zwischen diesen Holmen vom Auto ganz gut eingeklemmt ist. Und in der Breite sowieso. Und ich glaube, das kann auf jeden Fall gar nirgends mehr hin. Und ich bin froh, dass wir jetzt hier unten fertig sind.
Also der Einbau von dem Unterflurtank war doch ein bisschen aufwendiger, als ich eigentlich erwartet hatte. Ich habe zum Schluss nochmal das Abwasserrohr und auch das Kabel für die Tanksonde mit Sikaflex abgedichtet, dass da auf jeden Fall nichts passiert. Und dafür, dass das jetzt ein bisschen stressiger war, wird der Einbau von dem Frischwassertank wesentlich einfacher. Und fertig. Für den Frischwassertank habe ich ja quasi mit dem Podest schon die Grundlage gelegt, dass der easy rein und raus geht. Dafür gibt es diese kleine Klappe hier unten mit zwei Führungen. Falls ihr das Video zum Podest nicht gesehen habt, das verlinke ich euch hier oben mal noch. Und da seht ihr, wie ich das Ganze gebaut habe. Und um jetzt das Ganze fertigzustellen, fehlt offensichtlich nur noch ein letzter Schritt, und zwar das Anschließen. Ich werde zuerst mal die Tanksonden anschließen. Beim Abwassertank ist es relativ easy. Da kommt das Kabel hier ja jetzt durch den Unterboden nach oben. Das muss einfach verlängert werden und zum Bedienpanel gezogen werden. Beim Frischwassertank, der ist ja hier unten drin, kommt das Kabel hier hoch. Eigentlich das gleiche Spiel, nur hier habe ich mir überlegt, dass ich den Tank später zum Befüllen auch rausnehmen kann. Heißt, ich will den Tank entweder im Fahrzeug befüllen können, indem ich den nur ein Stück rausziehe. Ich will den aber auch komplett rausnehmen können, wenn eben mal keine Wasserstelle direkt vor Ort ist. Und deswegen habe ich mir hierzu einen speziellen Stecker gekauft, das zeige ich euch später, aber jetzt schließen wir als erstes mal den Abwassertank an. Um den Frischwassertank nachher einfach rein und raus machen zu können und eben auch diese Verbindung lösen zu können, habe ich mir hier so einen Mikrofonstecker gekauft. Das habe ich mal im Video von Mathis gesehen, fand ich ziemlich clever, weil der eben auch dreiadrig ist und der wird jetzt quasi am Frischwassertank angeschlossen und dann haben wir da eine einfache Steckverbindung. So, ich habe jetzt hier die zwei Anschlüsse rangemacht, einmal Tanksonde und einmal quasi das Wasser. Und der von der Tanksonde kann einfach hier reingesteckt werden und das Wasser vom Tank wird einfach hier reingesteckt. Und dann ist das Ganze schon angeschlossen. Wer sich jetzt fragt, warum das hier noch so provisorisch aussieht, weil mir noch das T-Stück zum Kanister an sich fehlt, das habe ich vorhin ja auch nicht reingebaut. Das kommt dann noch im Nachtrag, aber ich finde das eine coole Nummer. Und das kann dann so, sogar mit einer Hand, super einfach wieder gelöst werden. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Anschließen von den Tanksonden hier oben am Bedienpanel und das machen wir jetzt als letzten Schritt und ich bin sehr gespannt, ob es dann auch funktioniert. Die Tanksonden sind jetzt angeschlossen. Ein kleiner Tipp, wenn ihr das auch wie ich mit so einem Stecker machen wollt, denkt dran, den Stecker auch einzustecken, wenn ihr das anschließt. Ich habe jetzt gerade bestimmt eine Viertelstunde
gesucht, warum diese Tanksonde von dem Frischwassertank kein Signal nach oben sendet, aber das war einfach, weil es nicht eingesteckt war. Also nicht ganz so clever, aber ich bin immerhin drauf gekommen. Und ich würde sagen, jetzt probieren wir mal noch kurz vom Workflow aus, wie das Ganze mit dem Frischwassertank vor allem funktioniert und ob die Tanksonde auch sendet, was sie soll. Wir haben den Kanister ja hier unten drin und wir wollten uns zwei Optionen halten, den Tank zu füllen. Einmal einfach direkt hier hinten am Auto. Ich denke, das ist das, was man am meisten machen wird. Da kann man einfach einen Schlauch reinmachen oder mit der Gießkanne oder. Aber wir wollten uns eben auch die Option erhalten, den Tank rauszunehmen, auch wenn der relativ schwer ist. Aber es ist ein besonderer Tank, das zeige ich euch gleich nochmal. Und ich würde sagen, zum ersten Mal befüllen, nehmen wir den jetzt einfach mal mit zum Wasserhahn da hinten. Okay, ich gebe zu, das ist nicht der beste Wasserhahn, um irgendwie Wasser zu zapfen. Und ich mache jetzt auch mal noch nicht ganz so viel in den Tank rein. Aber ich mache einfach mal ein bisschen was rein, um zu sehen, ob die Tanksonde was anderes sendet. Also zumindest ein paar Prozent Füllung im Gegensatz zu dem Unterflurtank. Und ich glaube, ihr habt wahrgenommen, dass wir den Tank mit Rollen gewählt haben. Das ist natürlich aus dem Grund, dass wenn der Tank voll ist, ist es viel zu schwer, den zu tragen. Und so kommen wir wenigstens noch ein Stück weit hin und her. Ist bestimmt trotzdem nicht einfach, den ins Auto reinzuhieven. Aber auf jeden Fall eine bessere Basis wie ohne Rollen. So, und jetzt schauen wir mal, ob das Bedienpanel auch zeigt, was es soll. Wenn ich hier drauf drücke, müsste theoretisch das hier leuchten und angezeigt werden, zu wie viel Prozent der Frischwassertank gefüllt ist. Und es scheint gut zu funktionieren. 41%, das kommt auch hin von dem Gefühl her, was ich dazu habe. Und der Abwassertank müsste eigentlich leer sein, also bei 0%. Ja, der ist bei 4%, das ist natürlich nicht ganz richtig, aber wahrscheinlich ist da immer ein gewisser Ausschuss. Also damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Richtig, richtig cool. Ich würde sagen, der Frisch- und Abwassertank ist damit erfolgreich montiert. Natürlich muss auch noch ein bisschen weitergemacht werden am Wasser. Da wird es auch noch eine Folge dazu geben. Der Abwassertank hat bis jetzt ja nur dieses Rohr, das hier in den Innenraum führt. Und der Frischwassertank ist da jetzt noch an keinen Verbraucher angeschlossen. Aber da kommt noch mehr Thematik mit Wasserpumpe und so weiter. Dazu gibt es wie gesagt ein Video. Lasst auf jeden Fall ein Kanalabo da, dann verpasst ihr das nicht. Die Wassertanks sind übrigens von Raimo, finde ich sehr praktisch, vor allem der Wassertank mit den Rollen, das habt ihr ja gesehen, finde ich, das ist eine super flexible Lösung und die Tanksonden sind von Off-Grid-Tech, also genau wie die ganze Elektronik hier im Van, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Und dann würde ich jetzt am Schluss sagen, lieben Dank, dass ihr dabei wart, lasst gerne ein Like für das Video da und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.